Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen im Wochenende bei meiner aktuellen Bücherwoche. Ja, wir haben sozusagen den November passiert, es sind schon die ersten Tage im November wieder um und so langsam kommt die Herbst-Winter-Weihnachtsstimmung, zumindest bei mir. Wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, ich habe ja mein Zubehör sozusagen für meinen Adventskranz schon gekauft. Denn man mag es nicht glauben, in 3 Wochen ist schon der erste Advent. Aber jetzt sind wir erstmal im Herbst, im November angekommen. Und ja, ich habe diese Woche 3 Bücher gelesen, beziehungsweise auch ein Hörbuch war dabei. Habe mit einem anderen Buch endlich begonnen. Und ja, es gibt auch so noch ein bisschen was zum Quatschen. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach erstmal mit den Büchern an. Als erstes beendet habe ich Siren von Kira Cass. Das ist ihr erstes Buch nach der Selection-Reihe. Und es ist im wahrsten Sinne ihr erstes Buch, weil sie das, soweit ich das herausgefunden habe, tatsächlich auch vor den Selection-Büchern eigentlich geschrieben hat. Dann nochmal umgeschrieben hat, weil sie ja da durch die Selection-Bücher sehr viel gelernt hat. Und ich war sehr froh, als es als Rezi-Buch bei mir angekommen ist und ich es lesen konnte. Dann habe ich ein Buch in einer Lovely Books Leserunde gewonnen und auch dann diese Woche gelesen, und zwar Streifzug durch Laos von Erik Lorenz, ein junger Mann, der so allerhand sich auf dieser Welt schon angesehen hat und uns eben in diesem Buch durch Laos mitnimmt. Und wer meine Videos schon länger kennt, der weiß, dass ich ja ein sehr buddhistisch angehauchter Mensch bin und mir diese Gegend auch sehr interessant und faszinierend vorkommt. Und ich ja wirklich sehr, sehr happy war, dieses Büchlein zu gewinnen als E-Book und eben jetzt auch lesen zu können und mir eben ein Bild von Laos machen zu können. Und als letztes dann das Hörbuch. Wie ihr seht, diese Woche habe ich alle Lese-Hörmöglichkeiten genutzt, vom echten Buch über E-Book über das Hörbuch. Ja, ich habe Flawed von Cecilia Ahern endlich beendet, sagen wir es mal so. Ich hatte ja gestartet auf meiner Reise zur Frankfurter Buchmesse damit dahin, habe da glaube ich 2 Stunden gehört, habe immer mal reingehört, habe aber gemerkt, die Woche nach der Buchmesse war mir irgendwie nicht nach Hörbuch, sondern eher nach Musik. Aber diese Woche habe ich intensiv gehört, denn der zweite Teil kommt ja jetzt auch schon Mitte, Ende, ich glaube um den 18. herum, kommt ja dann auch schon der zweite Teil. Und ja, wie es mir gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt nach und nach von den jeweiligen Büchern. Ja, wie gesagt, beginnen tun wir jetzt einfach mal mit Siren von Kira Cass. Das ist erschienen am 13. Oktober diesen Jahres im Fischer Jugendbuchverlag und wurde mir auch dankenswerterweise von diesem zur Verfügung gestellt. Als E-Book für 9,99 €, als broschierte Ausgabe 12,99 € und es hat 368 Seiten. Und hinten drin ist auch ein kleines Interview mit Kira Cass, wo sie ein bisschen was zu Siren erzählt. Was hat mich da angesprochen? Das vielleicht vorneweg. Ich mochte ja bei der Selection-Reihe den ersten Teil unglaublich gerne. Ich mochte den Schreibstil von Kira Cass gerne, weil er so auf dem Punkt war und ja auch so modern sich irgendwie angefühlt hat und aber genug ja dystopische Energie sozusagen an mich übermittelt hat, zumindest in Selection. Der zweite Teil war dann schon nur noch okay und der dritte Teil war nicht mein Ding. Ich habe dann auch nicht weitergelesen in der Selection-Reihe. Ich konnte einfach mit dem Ende im dritten oder mit diesen auf dem Ende hin nicht so viel anfangen. Dennoch war ich neugierig auf Siren. Es geht hier ja, wie man unschwer erkennen kann, um Sirenen, wo ich finde, dass es eigentlich sehr wenig Literatur gibt, aktuelle zumindest. Das war früher mal ein bisschen, also gehypter, klingt natürlich blöd, wenn das vor 30, 40 Jahren war oder noch älter, aber Sirenen haben ja schon immer so ein bisschen eine Rolle gespielt und ja, ich war da einfach neugierig und ich könnte jetzt auch sagen, das Cover ist wunderschön, das ist es auch, aber ja, es ist, ich bin nicht so der Coverkäufer, das ist einfach so. Ich finde es auch wirklich schön gemacht, also gar keine Frage, optisch wirklich ein ganz, ganz tolles Buch mit diesem schönen Kleid, aber es kommt halt ja einfach auf den Inhalt an und auch der Klappentext hatte mich eben einfach mit diesen Sirenen so angesprochen und eben ich war einfach gespannt auf Kira Cass, was sie sich hat so einfallen lassen zu den Sirenen. Ja, wir haben hier Kalen, ist ein junges Mädchen, als sie mit ihrer Familie, ich glaube 2 Brüdern und den Eltern auf einer Schiffsfahrt unterwegs ist und ja, das Schiff hat einen Unfall und alle mehr oder weniger an Bord springen ins Meer und werden von der See,
ja, auf einmal ist das Meer, die See, im Grunde verschlungen. Kalleen bittet aber um ihr Leben und bettelt darum und fleht das Meer an, sie zu verschonen. Und es tauchen dann eben auf einmal Sirenen auf, die für dieses Unglück verantwortlich sind und bieten ihr eben ein ewiges Leben mehr oder weniger an. Sie müsste eben 100 Jahre dem Meer, der See dienen und danach ja, könnte sie im Grunde in dem gleichen Alter, genauso wie sie jetzt aussieht, das Leben einfach nochmal weiterleben. Und dann macht die Geschichte einen Schwenk und wir sind 80 Jahre später. Das heißt, Kalleen hat nur noch 20 Jahre ja, Arbeit vor sich. Und sie kann aber sehr schwer damit umgehen, dass sie als Sirene eben Menschenleben auf dem Gewissen hat und kann einfach damit auch diesem Gehorsam an die See sehr schwer leben. Sie hat ein sehr inniges Verhältnis zur See. Die See wird hier so ein bisschen auch wie eine Person dargestellt. Also es gibt auch Dialoge mit der See und ja, fühlt sich da eigentlich sicher. Und es ist eigentlich schon eine Art ja, familiäre Beziehung zwischen den Sirenen und auch der See vorhanden. Aber ja, sie tut sich einfach unglaublich schwer damit, dass sie da eben Leben nimmt und ja, dass das eigentlich der Preis ist für ihre mehr oder weniger zumindest 100-jährige Unsterblichkeit, die danach natürlich aufgehoben ist. Aber ja, sie sieht halt viel kommen und gehen, hat auch sehr sympathische Schwestern, die sie umgeben und trifft aber dann eines Tages in der Unibibliothek auf Akinli. Und mit diesem jungen Mann, ja, der sie versteht, auch wenn sie nichts zu ihm sagt, denn sobald eine Sirene etwas sprechen würde, würde sie dem gegenüber wahnsinnig machen und eben ins Meer treiben, ja, verbindet sie etwas und ja, die Katastrophe mehr oder weniger ist ja, vorhanden. Ich mochte an diesem Buch sehr, wie uns die Geschichte erzählt wurde. Ich mag wieder den leichten, flüssigen Schreibstil. Ich mochte wieder dieses Moderne auf dem Punkt. Ich mochte die Detailtreue, wenn es notwendig war, aber auch eben dieses nicht extreme Ausschweifen, wenn man es nicht gebraucht hat. Ich finde, das ist wirklich der große, große, große Pluspunkt bei Kira Cass. Das macht sie wirklich unglaublich gut. Ich mochte auch anfangs die Idee, wie uns die Sirenen dargestellt wurde, dass uns die Geschichte eben von den Sirenen erzählt wird und nicht von irgendwelchen Opfern, sondern wir eben mal erfahren, wie könnten tatsächlich die Sirenen darüber denken. Ich mochte auch diese Verbindungen, die es zum Meer gab, dass eben das Meer auch in Dialogen da war, man eben auch erfährt, warum muss das Meer Menschen verschlingen, warum müssen die Sirenen da etwas tun, dass wir da diese Idee erfahren. Und ich finde wirklich den Gedankengang von Kira Cass hier unglaublich gelungen. Und das hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Auch wirklich diese Kommunikation zwischen dem Meer, der See und ja, den Sirenen fand ich wirklich, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte leider mit Kalleen nicht so viel anfangen, weil sie mir zu verzweifelt war und zu viel gejammert hat. Also dafür, dass sie das 80 Jahre macht und man halt auch erfährt, dass es Möglichkeiten gibt, aus dem Dienste irgendwie auszutreten, ohne darauf näher einzugehen, frage ich mich, warum hat sie das nicht einfach gemacht? Wenn sie das innerlich so auffrisst, sie den ganzen Tag nur jammert, sogar schläft, obwohl sie das nicht müsste, frage ich mich, warum? Warum tut sich dieses Mädchen das an und man erfährt dann nicht wirklich einen Grund, warum sie sich dieser Knechtschaft so bedient hat? Und ich fand es wirklich, irgendwann hat sie mich echt nur noch genervt. Das ist wirklich, wenn eine nur jammert, eine nur rumheult, nur im Selbstmitleid zerfließt. Und eben als dann auch noch Akinli, wo ich mich frage, wo kommt denn dieser Name her, wie das eben noch beginnt und da eine Verbindung ist und ich denke, oh, jetzt macht sie das Drama noch schlimmer und so war es auch. Also ich fand, Kalleen war dann gar nicht mehr zu ertragen und ich fand da durchaus die Schwestern von Kalleen viel cooler, lässiger, entspannter und auch so ein bisschen, die das einfach genossen haben, dass sie eben so viele Jahre auf der Welt haben. Und trotz des Preises. Also ich fand die irgendwie ein bisschen umgänglicher und ich hätte viel mehr dann auch über die Schwestern erfahren wollen, weil mir Kalleen wirklich ab einem Punkt total auf den Keks einfach nur noch ging. Und ich dachte, ach, diese Heulerei von der, das war wirklich, wo ich dachte, jetzt reiß dich einfach mal zusammen. Das hat sie leider nicht gemacht. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, warum aus dem Meer auf einmal die See wurde. Ich meine, klar, im Englischen ist das Meer the Sea. Aber im Englischen, wenn man sich da die Leseprobe anguckt, dann bleibt das eben einfach das Meer und wird dann nicht irgendwie zum See oder zum Fluss. Und irgendwie fand ich das sehr merkwürdig. Klar klingt es vielleicht irgendwie poetischer, wenn man sagt, die Sirenen sprechen mit der See.
Aber es ist halt nicht der See, es ist das Meer. Also das ist im Deutschen definitiv einfach ein Unterschied, ob ich mit dem See spreche oder mit dem Meer. Das fand ich auch immer, wo ich so, ich glaube, ihr habt es auch vielleicht vorhin dann gemerkt in dem Erzählen. Ich fand das irgendwie merkwürdig, weil für mich gehören Sirenen eben ins Meer und nicht an dem See. Und wenn dann hier drin ständig die Rede ist von der See, dann denke ich mir, was soll das? Also irgendwie fand ich da die Übersetzung, weil ich kann mir jemand erklären, warum man das so übersetzt, fand ich irgendwie nicht so gelungen. Insgesamt fand ich die ersten zwei Drittel des Buches wirklich unglaublich spannend. Ich mochte wirklich den Schreibstil, der da einiges wettmacht. Doch als dann auch noch die Wendungen eben so im letzten Drittel kamen, da dachte ich mir, ach nee. Also für mich kann Kiera Cass für mich einfach keine Enden schreiben. Das ist ja auch wie bei Selection, wo ich beim Ende auch irgendwie nur gedacht habe, was jetzt echt? Und so ist das hier halt für mich auch. Da kommt eine Wendung und man fragt sich, wieso? Und man denkt sich, ist dir jetzt die Idee für ein anderes Ende irgendwie verloren gegangen oder fällt dir wirklich nichts anderes ein? Und man hat auch so das Gefühl, wie wenn sie verschiedene Gerüchte über Sirenen, verschiedene Geschichten irgendwie zu einer Idee zusammenspinnt. Und ich mir dann so dachte, oh, kannst du dich da nicht auf irgendwas einigen? Also dieses Gemische von Gedanken und Enden fand ich dann persönlich irgendwie sehr, sehr merkwürdig und auch schon schrecklich und ich konnte dann am Ende tatsächlich nur noch den Kopf schütteln. Also mir hat das letzte Drittel leider nicht wirklich gefallen. Ich wollte dann natürlich nach zwei Drittel will man wissen, wie es weitergeht, aber ja, es war okay, es war eine okay Geschichte. Ich mochte auch wirklich den Schreibstil von Kiera Cass, aber wirklich das letzte Drittel hat mich teilweise so vor diesem Buch sitzen lassen und ich dachte nur, ach nee, machst du es jetzt wirklich damit kaputt? Und das fand ich unglaublich schade. Also ich hätte mir vielleicht nicht mal ein anderes Ende gewünscht, wobei eigentlich schon, weil ich die Wendung einfach nicht mochte und ich mich einfach fragte, warum? Ja, das Buch hat leider nicht geantwortet, auch wenn das Interview am Ende dann nochmal ganz interessant ist, wo man eben erfährt, wie Kiera Cass auf die Idee kam, dass sie daran jetzt nochmal ganz, ganz lange rumgeschrieben hat, eben weil sie durch Selection so viel gelernt hat und eben Siren ihre erste Idee mehr oder weniger war. Und das finde ich auch cool, finde ich schön, dass sie diese Idee hatte, dass man jetzt auch Sirenen einfach nochmal, ja, als neues Fantasy, fabelhaftes, mythisches Wesen sozusagen mal so in die Jugendbuchliteratur wirft. Und ich fand wirklich, für ein Jugendbuch schreibt Kiera Cass wirklich sehr erwachsen, sehr niveauvoll und es macht wirklich Spaß, es zu lesen. Aber das letzte Drittel fand ich wirklich schwierig, schrecklich und ich fand Kaleen einfach nervig. Leider, aber es war okay und ich habe es gern gelesen und ich habe es auch, glaube ich, in zwei Tagen gelesen. Also das spricht ja definitiv für den Schreibstil, aber Ja, mehr kann man dazu leider fast auch dann schon nicht mehr sagen. Ja, dann ganz eine andere Art von Buch habe ich dann gelesen, nämlich mehr oder weniger ja ein Sachbuch. Und zwar Streifzug durch Laos von Erik Lorenz. Erik Lorenz ist ein 1988 geborener Berliner, der sich auf die Suche nach der Welt gemacht hat. Das Buch ist im Drachenmond Verlag erschienen und ich habe es durch eine Leserunde bei Lovely Books entdeckt und dort dann eben auch als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen. Das E-Book kostet 4,99 €, das Softcover, so 19,90 Euro und hat circa 500 Seiten. Also eine ganze Menge. Es ist ein sehr ausführlicher Reisereport durch Laos. Ja, warum Laos? Wie ich vorhin schon gesagt habe, die buddhistische Philosophie spricht mich sehr, sehr an und dementsprechend wäre mein Traum natürlich auch mal eine Reise in eines dieser buddhistischen Länder. Und ja, ich war einfach neugierig über dieses Land, wo man doch relativ wenig hört und sieht. Und Erik Lorenz wurde auf der Leipziger Buchmesse 2012 mit einem Preis ausgezeichnet, der sich nennt Autoren ohne Grenzen, was ich sehr interessant fand und wer das interessant fand, kann auch gerne mal gucken. Das hat fand ich wirklich sehr interessant, dass das im Grunde ja schon 4 Jahre wieder her ist und ja, also dass der Autor da tatsächlich ein bisschen was drauf hat. Es gab auch über die Leserunde einen ganz netten Kontakt mit Erik Lorenz. Vielleicht auch mal viele Grüße, wenn du das Video dann siehst, weil natürlich dann der Autor auch die Leserunde so ein bisschen begleitet hat und auch Fragen beantwortet hat, was ich immer sehr schön und gelungen finde. Ja, wir haben eben Erik, der sich auf die Reise nach Laos macht, zusammen mit seinem Kumpel Falk. Und man erfährt in diesen 500 Seiten wirklich sehr, sehr viel über die Menschen, über das Land, über die Politik, über die Ansichten des Landes. Man erfährt
erfährt eben auch von Mitreisenden, wie sie das Land empfinden, was ihnen gut gefällt, schlecht gefällt, wie etwas irgendwie funktioniert, über die Laoten, über ihre Gelassenheit. Wir erfahren sehr viel über die Natur, was es für Tiere dort gibt, was man alles sehen kann. Und wir sind halt wirklich sehr nah und live dabei. Und ich hatte eben wirklich ganz oft das Gefühl, dass man im Grunde beim Bierchen trinkt oder sitzt und dann eben diese Geschichte erzählt bekommt. Also es ist ein sehr lockerer Schreibstil, es ist mit viel wunderbaren Dialogen ausgestattet, auch mit Erinnerungen von Menschen, wenn er sich gerade einfach mit Laoten oder anderen Reisenden ja irgendwie unterhalten hat. Das bekommt man wunderbar gezeigt und dargestellt und es fühlt sich immer locker und leicht an und auch so diesen Freiheitsgedanken spürt man wirklich auf vielen, vielen Seiten in diesem Buch. Und ich fand wirklich, das war wirklich das, was mir auch besonders gut an diesem Buch gefallen hat. Es gibt ja auch sehr trockene Reiseberichte, wo man eigentlich danach keine Lust mehr hat, in dieses Land zu reisen. Hier ist im Grunde genau das Gegenteil bei mir passiert. Ich hätte unglaubliche Lust, jetzt direkt in den Flieger zu steigen und nach Laos zu fliegen und mir das im Grunde einfach anzusehen. Einfach durch mit dem Motorrad, wie es auch Erik und sein Kumpel Falk gemacht haben, durch die Gegenden zu fahren, sich Wasserfälle anzuschauen, auf Kaffeeplantagen zu sitzen und eben auch einfach diese Gemütlichkeit, diese Lässigkeit sozusagen, diese Entspanntheit der Laoten so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und das hat sich wirklich durch das ganze Buch gezogen. Ich habe das wirklich in 3 Tagen oder lassen wir es 4 sein, weggelesen. Ich habe halt parallel auch einfach noch das Hörbuch gehört und ich fand es wirklich toll. Es hat viel, viel Spaß gemacht, sich so von Thema zu Thema, also es waren glaube ich auch 10 Kapitel, die alle so ein bisschen eine gewisse Überschrift hatten und was wir von der Reise erzählt haben, was mir einfach wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Man merkt halt auch zum Beispiel, dass auch so ein bisschen politische Dinge uns erklärt werden, was ist in Laos passiert, wie kam es, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es gibt dann auch mal einen Schwenk nach Kambodscha, zu den Roten Khmer und man erfährt halt auch ein bisschen was über die Religion, über den Tierschutz, über die Elefanten, die es da gibt und man auch über die Affen, wenn man dann in diesen Baumwipfeln sozusagen neben. Ich fand das wirklich unglaublich, was sich Erik alles angeguckt hat und uns darüber berichtet hat, wie er zum Beispiel auch über die Bürokratie so einen Schwenk erzählt, also dass es jetzt Gelder zum Beispiel für den Tourismus gibt, da aber gar nicht überlegt wirklich wird, was macht denn Sinn eigentlich zu pushen, wo müssten vielleicht Straßen hin, damit die Touristen da hinkommen, was möchte man bewerben, sondern jeder einfach gleich viel Geld bekommt, egal ob es wirklich benötigt wird oder nicht und dann, wenn es halt gar nicht eigentlich benötigt wird, dann baut man halt irgendetwas Merkwürdiges an den Tempel hin, ich glaube eine Umkleidekabine war es, damit die Menschen sich einheimisch anziehen können, also die Touristen, um dann die Tempelanlage noch intensiver zu erleben, wo dann natürlich so ein bisschen der Schmunzler rauskommt und man sich denkt, man kann sich das einfach sehr gut vorstellen, dass wenn man eben nicht alles irgendwie so durchplanen, wie wir Deutschen das ja gerne tatsächlich, glaube ich, tun, dass es dann einfach manchmal zu Chaos führt, aber dieses Chaos trotzdem eine gewisse Ordnung hat. Und ich mochte einfach die detaillierten Beschreibungen, ich mochte es, dass wir über die Umgebung so viele Infos bekommen haben, dass wir auch wirklich über die Menschen Infos bekommen, wie die leben, wie die selbst ihr Leben empfinden, wie sie darauf reagieren, wenn da eben Touristen kommen, egal ob es dann eben die Deutschen, Erik und Falk waren oder wir treffen auch auf Kanadier und sonstige Nationalitäten und man merkt einfach, wie offen diese Menschen alle sind, dass die auf Reisen gehen und dass eben Reisen tatsächlich, glaube ich, auch einen sehr offenen Verstand fördern und man merkt eben auch bei den Laoten dieses Hier und Jetzt und dass sich das auch auf Erik und Falk so ein bisschen übertragen hat, nicht immer. Ich glaube, diese deutsche Pünktlichkeit bekommt man selten raus, wenn man dann halt so eine halbe Stunde an der Bushaltestelle wartet und eigentlich denkt, der Bus sollte schon für 25 Minuten hier sein und dann wartet man nochmal 20 Minuten und ich fand einfach diesen Genuss, dieses Erleben und wie er es rübergebracht hat, wirklich unglaublich gut, dass da auch Witz mit dabei ist und manchmal eben auch so ein bisschen Verzweiflung zu spüren ist, wenn halt irgendwas nicht so läuft, wie es ist oder wenn aus dem imposanten Wasserfall dann irgendwie nur ein Rinnsal kommt und man sitzt so da und denkt sich, man kann sich das einfach so gut vorstellen, wenn man selbst schon ein bisschen in der Welt vielleicht was gesehen hat und man versteht das einfach, also ja, manchmal wird aus einer Kleinigkeit dann halt etwas ganz, ganz Großes und das ist doch manchmal halt sehr lustig. Ich habe auch ein Zitat mir rausgeschrieben, was ich früher immer gerne schon hatte und war dann total fasziniert, dass das in Eriks Buch auch aufgetaucht ist und zwar von Wilhelm Busch. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise, höchste Zeit ist Reise, Reise. Dass dieses Zitat aufgetaucht ist, fand ich total faszinierend, weil es eben ein wirklich von früher eben einfach ein
Reisezitat von mir ist, was ich ganz, ganz toll finde. Und wer eben mal ein Land erleben möchte in einem Reisebuch, das es sonst halt eher selten gibt, das ein bisschen exotischer ist, vielleicht auch wirklich ein bisschen weiter entfernt und einfach mal was anderes ist, der sollte einfach mal zu diesem Büchlein greifen und sich wirklich so in diese Ferne mitnehmen lassen. Denn es ist wirklich vom Schreibstil und so hat es unglaublichen Spaß gemacht und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, hat mich meinem Fernweh ein bisschen näher gebracht sozusagen. Ja, wobei mir würde ja schon mehr Urlaub reichen. Ich muss ja gar nicht Backpacking unterwegs sein, aber einfach mal wieder was anderes sehen und hören ist natürlich immer toll. Und da bietet sich dann eben natürlich ein Reisebericht an. Und ich danke wirklich für die Leserunde, für die Möglichkeit, überhaupt auf dieses Buch zu stoßen und es dann auch zu lesen. Und ja, fand ich wirklich sehr, sehr gelungen, hat echten Spaß gemacht. Ja, dann kommen wir zu dem Hörbuch der Woche, des Monats sozusagen, und zwar Flawed, wie perfekt willst du sein, von Cecilia Hearn. Das ist ja ihr erstes All-Age-Buch, also mehr oder weniger ja eine Jugenddystopie. Das ist am 29. September dieses Jahres im Fischer Jugendbuch Verlag erschienen, kostet gebunden 18,99 und als E-Book 14,99. Das Hörbuch würde umgekürzt 16,99 kosten und ich habe es mir eben durch mein Audible-Abo geholt. Und ja, das Audible-Abo, nein, das Audible-Hörbuch hat 11 Minuten 30 gedauert. 11 Stunden und 30 Minuten, meine Güte, so natürlich, und hat umgerechnet im Grunde 480 Seiten, wenn man es gelesen hätte. Und der zweite Teil erscheint eben jetzt dann auch schon Mitte November, ja, auch, und ist ja eine Dialogie, dementsprechend ist es dann auch schon der abschließende Band. Die Sprecherin ist Merete Brett-Schneider, von der ich ja noch gar nicht so viel gehört habe und auch nicht irgendwas finden konnte, dass sie eine Synchronstimme ist von jemand Bekannten. Ich vorneweg, die Stimme fand ich sehr gelungen, hat mir viel Spaß gemacht. Man konnte sie auch in der Geschwindigkeit wunderbar hochdrehen, ohne dass es irgendwie quietschig oder unangenehm wurde, was ich immer wichtig finde, weil ich meine Hörbücher immer in der Geschwindigkeit so bei 1,6, 1,7 anhöre. Und das hat mit dieser Stimme wirklich wunderbar geklappt und ja, fand ich sehr, sehr angenehm zum Anhören. Ja, um was geht es in Flawed? Wie perfekt willst du sein? Ja, wir treffen auf Celestine, ein junges Mädchen, die ja, perfekt ist. Die einen perfekten Freund hat, eine perfekte Familie hat, ja, perfekt in der Schule ist und in dieser wunderbar perfekten Welt, die uns anfangs gezeigt wird, ja, auch zufrieden ist. Ja, neben den perfekten Menschen gibt es aber auch die Fehlerhaften, die ja durch eine Brandmarkierung in der Regel an der Hand und auch auf den Stellen, wo sie eben fehlerhaft sind, ja, im Grunde gebrandmarkt sind. Und ja, Fehlerhafte haben so einige Regeln, an die sie sich halten müssen. Zum Beispiel dürfen sie nicht mehr als zwei Menschen pro einen Unfehlerhafter sozusagen sein. Sie dürfen nur gewisse Dinge essen, sie dürfen keinen Luxus haben. Sie werden so ein bisschen ausgegrenzt, sie dürfen keine Musik hören und machen. Ich glaube, hören schon, aber machen, glaube ich, irgendwie nicht mehr. Und ja, sie werden eben wirklich wie Aufsässige ja, behandelt und entscheiden, tut das in dieser perfekten Welt die Gilde. Und ja, die Gilde hat einen obersten Richter und das ist zufällig auch noch der Vater von Celestines Freund. Und ja, eines Tages sitzt Celestine mit ihrem Freund und ihrer Schwester in der Bahn und es kommt ein hustender alter Mann herein und Celestine denkt für einen kurzen Moment, dass es sich dabei um ihren Großvater handelt und ihr tut dieser alte Mann einfach sehr, sehr leid. Denn es sitzen auf diesen zwei Plätzen im Bus, die für Fehlerhafte reserviert sind, mehr Platz zum Sitzen gibt es nicht für Fehlerhafte, sitzen eben zwei perfekte Menschen, die eine mit einem gebrochenen Fuß, die andere gesund, die aber die mit dem gebrochenen Fuß kannte und sie quatschen. Und Celestine begeht den Fehler, dass sie dem alten, hustenden, sehr kranken Mann helfen möchte, was in dieser Welt eben verboten ist, und sagt zu der Gesunden der beiden, ob sie nicht aufstehen könnte und den alten Mann sich ersetzen lassen könnte. Und das sorgt eben für einen Aufschrei, für einen Skandal, denn es wird Fehlerhaften einfach nicht geholfen. Und Celestine sieht sich dann eben im Gefängnis und vor Gericht der Gilde, wo dann über ihr Schicksal entschieden wird, ob sie eine Fehlerhafte ist oder nicht.
Aber es gibt nicht nur Perfekte und Fehlerhafte, es gibt auch die, die dieses ganze System anzweifeln und die natürlich so dann auch versuchen, Celestine zu dem zu machen, mit dem zu benutzen, ja, wie man es ja manchmal bei so Rebellionen in Büchern kennt, nämlich sie im Grunde als Leitfigur der Rebellion ja, zu zeigen und ihr im Grunde den Weg, den sie zu gehen hat, auch vorzugeben. Und so begleiten wir Celestine dann als ja, mehr oder weniger nicht mehr ganz so perfektes Mädchen durch diese Geschichte. Und ja, ich fand die Geschichte Bombe. Ich fand wirklich die Idee von Cecilia Hearn sehr, sehr gelungen. Ich mochte das mit dieser perfekten Welt, mit dieser ja, Kennzeichnung der Fehlerhaften, die man ja gegebenenfalls einfach aus noch verschiedensten Ländergeschichten kennen kann, nicht nur aus unserer eigenen, sondern das gab es ja in unterschiedlichsten Ländern schon, wenn da eben sich eine Rasse für etwas Besseres hält, als die andere ist. Und ja, das fand ich unglaublich toll rübergebracht. Ich mochte die Sprache von Cecilia hören, die mich gepackt hat, die mich gefesselt hat, die einfach wirklich unglaublich toll diese Welt gezeigt hat mit all ihrer Perfektion und ihren Fehlern. Und man eben schnell erkennt, es gibt hier kein Schwarz-Weiß, sondern es gibt ganz viele Grautöne. Und das macht ja für mich wirklich auch eine perfekte Jugenddystopie aus, dass man nicht nur gut und schlecht hat, sondern es eben auch ja, Schattierungen gibt. Das war das, was ich bei Panem toll fand, was ich in der Nachtsonne toll fand, was ich bei Elias und Laia genial fand, und direkt da hinten nach würde ich tatsächlich schon Flawed setzen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass mir die Geschichte unglaublich gut gefallen hat, dass sie mich berührt hat, gepackt hat, zum Nachdenken gebracht hat, mich mitgerissen hat und mir auch Celestine wirklich als Protagonistin unglaublich gut gefallen hat. Sie war mutig, sie war tough, sie hatte das Herz am rechten Fleck und sie war auch einfach in den richtigen Momenten so ein bisschen trotzig und willensstark, und sie wollte eben einfach sich erklären, sie wollte dahinter stehen. Sie hat gemerkt, dass alles, was sie jetzt auch an Lügen erzählen könnte, um ihre Haut zu retten, dass das einfach ihr Leben prägen wird und nicht dem entspricht, wie sie sich das einfach vorstellt. Und die dann eben auch anfängt, dieses System zu hinterfragen, sich zu fragen, warum ist es denn schlecht, einem alten Menschen zu helfen, egal ob er fehlerhaft ist oder nicht, und man einfach mit ihr mitdenkt und mit ihr mitgeht. Und diese klaren Gedanken, die sie hat, fand ich einfach großartig rübergebracht. Auch die Entwicklung der Charaktere darum herum, wie es mit ihren Eltern ist, wie es mit ihrer Schwester ist, wie dann auch die Schulfreunde reagieren und eben auch mit dem geheimnisvollen jungen Mann, den sie im Grunde während ihrer Gerichtsverhandlung so kennenlernt. Und man einfach spürt, es ist da etwas im Wandel in dieser Welt und man einfach da mitgeht und mitfühlt und auch Celestine einfach unterstützt, wenn sie eben einfach trotzig zu Gericht geht und sagt, denen zeige ich es jetzt und ich gebe da nicht nach. Und wo ich so dachte, ja, genau so wäre ich vermutlich auch. Und bloß keine Schwäche zeigen und denen zeigst du es jetzt. Und einfach so ein bisschen trotzig, wo man jetzt sagen kann, ja, sie ist halt auch noch jung. Ja, natürlich, das ist sie. Ich glaube 16, 17, keine 18, glaube ich. Und das ist einfach so, wo ich aber dachte, sie ergibt sich nicht einfach ihrem Schicksal. Sie lässt sich auch nicht einfach als Leitfigur von irgendeiner vielleicht anstehenden Rebellion zeigen, was man noch nicht so recht herausgreifen konnte. Und sondern sie will was und sie geht da einfach mit und sie macht ihr eigenes Ding und denkt aber in den richtigen Momenten einfach an die Menschen um sich herum und merkt eben, dass ihre Entscheidungen eben auch ihre Eltern betreffen, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Schwester und eben auch einfach sie selbst. Und das fand ich eine sehr gelungene Mischung von einem Protagonisten, was mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, weil oftmals hat man es ja, dass diese Protagonisten dann sehr egoistisch sind und eigentlich nur an sich ständig denken oder sich komplett aufgeben und an andere ständig nur denken, wo ich auch denke, jetzt denk doch einfach mal an dich. Also, und das hier ist wirklich so die wunderbar perfekte Mischung gewesen von Celestine, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es gibt zwischendrin mal so einen ganz kurzen Schwächenanfall bei ihr, wo ich dachte, ach Mädel, nee, also wieso jetzt? Na, das hat für mich mal nicht so gepasst, wo ich dachte, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, wird diese Geschichte irgendwie nicht mehr gut. Aber zum Glück hat sich Cecilia Hearn wieder eines besseren sozusagen ja, Weges erwiesen und hat der dann ihren Charakter wieder in eine gute Richtung laufen lassen, was mir wirklich sehr, sehr gut dann wieder gefallen hat. Ich mochte auch, wie die Welt uns gezeigt wurde, wie sie rübergebracht wurde, wie wir sie entdecken konnten durch die Augen von Celestine. Ich mochte auch wirklich, wie uns die Geschichte einfach erzählt wurde, wie Dialoge gezeichnet wurden, wie uns die Landschaft, die
Politik, wie uns die Menschen in dieser Politik rübergebracht wurden und ja, dass eben hinter einer perfekten Fassade nicht immer eine perfekte Welt steckt. Und ich bin mega, mega gespannt, wie diese Geschichte weitergeht, wie sie ausgeht, was es uns im zweiten Teil jetzt zu erzählen gibt. Und ich habe das Buch in Audible schon auf meine Merkliste gepackt und bin absolut gespannt und neugierig, wie sie ausgehen wird, wie sie weitergehen wird. Auch das Ende vom ersten Teil ist schon ein bisschen ein gemeiner Cliffhanger und ich bin froh, dass ich jetzt eigentlich nur 2-3 Wochen warten muss, bis es dann weitergeht und ich wirklich sehr, sehr neugierig bin. Und ich wirklich finde, Cecilia Hearn hat hier wirklich ein tolles, tolles Jugenddystopienbuch abgeliefert, was mir wirklich Spaß gemacht hat, was mich mitreißen konnte, wo ich ja schon dachte, nach Übergang und D12, kann mich überhaupt noch ein Jugenddystopienbuch mitreißen? Ja, wie man sieht, wenn es das Richtige ist, dann funktioniert das. Und Flawed war das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie der zweite ist, das habe ich glaube ich schon gesagt und freue mich einfach darauf, wie es dann weitergeht. Ja, und weiter geht es dann seit Freitag mit der Spiegelstadt von Justin Cronin, den letzten und abschließenden Teil der Passage-Trilogie. Und ja, ich hinge heute noch dem dritten Leseabschnitt nach, aber es ist ja jetzt bei mir auch gerade erst später Vormittag, von daher ja, haben wir uns wieder so 50, 60 Seiten am Tag vorgenommen und wir sind eine kleine Gruppe auf Facebook, die sich da ein bisschen austauscht und ich freue mich sehr auf den Austausch, auf das Lesen und einfach auf die Spiegelstadt, die mich in den ersten 2 Leseabschnitten sofort wieder in die Geschichte gepackt hat, ich schon Tränchen verdrückt habe und denke, wo soll das in dieser Geschichte noch hinführen? Ja, so ist es manchmal. Ja, was gab es zu der Woche noch zu erzählen? Ja, ich habe mit Harry Potter begonnen. Letzten Sonntag, glaube ich, haben wir den ersten Teil angeguckt. Ja, mir war ein bisschen nach Harry Potter und ich habe schon geliebäugelt mit den Büchern, die ja am anderen Regal stehen. Dachte mir aber dann auch, Steffi, eigentlich hast du gar keine Zeit, um die zu lesen. Guck dir doch die Filme an. Und es bietet sich ja fast an, dass es auf Sky jetzt einen Harry Potter-Kanal gibt, wo, glaube ich, ununterbrochen alle Harry Potter-Filme in der richtigen Reihenfolge gezeigt werden. Aber ja, ja, ich habe zusammen mit meinen Eltern begonnen, die Filme zu gucken. Die haben, glaube ich, damals mit meiner Schwester nur 1 und 2 gesehen und meine Schwester scheinbar hat meine Eltern nicht davon überzeugen können, dass es der Film wert ist, dass man bis zum Ende schaut, beziehungsweise waren dann meine Eltern auch ein bisschen irritiert über was da drin so passiert und ja, ich sorge jetzt sozusagen für Aufklärung, für Arbeit am Harry Potter Fandom und hoffe, meine Eltern begeistern zu können und ja, da haben wir uns letzten Sonntag einen schönen Filmeabend gemacht und haben uns den ersten Harry Potter Film angeguckt und man fängt halt diesen Film an und man ist sofort drin. Also mir ging es wirklich so, ich weiß, man hat dann noch die Worte aus den Büchern im Kopf, man hat sofort die Filmmusik im Kopf, man hat sofort Gefühle, Emotionen, man ist sofort in dieser Welt und das ist wunderschön und ich freue mich jetzt einfach, dass ich in diese Welt wieder weiter eintauchen kann und ich glaube, dass Harry Potter im nächsten Jahr einfach mal wieder dran ist, gelesen zu werden. Also sie lachen mich an und ich glaube, das muss nächstes Jahr einfach mal wieder sein. Ja, das Leseclub-Buch für den November wurde gevotet, entschieden und ich blende es euch ein, es ist You, du wirst mich lieben. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Autorin heißt, aber ihr seht das Cover. Das ist ja ein Stalker-Thriller. Es ist, glaube ich, aber als Roman gekennzeichnet oder war das irgendwie so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, soll aber wohl doch ein sehr unterschiedlich aufgenommenes Buch sein, auf das ich sehr gespannt bin. Alicia hat auch schon die Einteilung vorgenommen. Wenn ihr Lust habt, dieses Buch mit uns ab dem 20. glaube ich zu lesen, 19., 20., ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ist heute, 1, 2, 3, 4, 5 und 14, also der 19. glaube ich oder der 20., ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Wenn ihr Lust habt, das Buch mit uns zu lesen, dann guckt in die Infobox, da findet ihr auf jeden Fall unseren Leseclub und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich möchte ja Büchern, die vermeintlich nichts für mich sind, wo ich zumindest denke, sie sind nichts für mich, einfach eine Chance geben und ich glaube, dass Juda ein guter Anfang sein wird und ich ja, da einfach sehr neugierig bin. Ich habe schon 2, 3 sehr kritische Stimmen gehört, die sagen, Steffi, das ist nichts für dich und wo dann auch mal gesagt wird, oh, also ja, das Buch könnte in der Luft zerrissen werden, aber wir gucken einfach und lassen uns überraschen, wie es uns gefällt. Ja, dann gibt es auch einen Thriller-Leseclub und zwar von der lieben Melanie.
die uns diesen in unserer Lese, in unserem Leseclub auch vorgestellt hat. Da ist es so, dass 2 Bücher im Monat gemeinsam gelesen werden. Es wird ein Buch zu einem Thema gelesen, also Herbstcover, glaube ich, war jetzt, oder Herbstzeit war jetzt für die erste Novemberhälfte das Motto. Und dann wird eben auch ein Buch im Grunde so ein bisschen gemeinsam gelesen. Finde ich eine sehr coole Idee. Ihr findet auch den Thriller-Leseclub von Melanie für alle, die Thriller-Fans sind und die vielleicht in unserem Leseclub von Phil, Alicia und mir zu wenig Thriller finden, dort vielleicht dann so ein paar Gleichgesinnte und guck da auch gerne mal in die Infobox. Dann wollte ich mal Danke sagen für das viele, viele Feedback, was ich zu meiner ja etwas umgewandelten Monatsrückblick bekommen habe. Ich war wirklich sehr sprachlos, sehr angetan von den Ideen, die kamen, von, dass es auch einfach nur gut war, also nur gut war, also wo einfach dann gesagt wird, ja, mach das so weiter. Und ich war einfach sprachlos und sehr begeistert von dem Feedback, was da in den Kommentaren gekommen sind. Es haben sich auch ein paar Leute noch die Mühe gemacht und haben mir eine Nachricht über Facebook geschrieben und ich habe auch 2, 3 E-Mails dazu bekommen, auch noch so mit 1, 2 interessanten Ideen, über die ich mal nachdenken werde. Und ich fand das wirklich toll, dass da so ein großes Feedback dabei war, weil ich wirklich ein bisschen nervös war, weil ich ja meinen Büchermonat sozusagen jetzt umstrukturiert habe in der Monatsübersicht, als über allerlei Dinge spreche und gar nicht mehr so viel über Bücher, sondern über alles, was mich in dem Monat begeistert oder auch einfach ein Flop, wenn dabei ist. Und ich das wirklich toll fand. Ihr findet das Video natürlich jetzt auch in der Infobox, wenn ihr nicht wisst, von was ich rede. Dann guck da einfach nochmal vorbei. Und dann eine kleine Ankündigung für die nächste Woche. Und zwar am Dienstag gibt es einen Vierer-Hangout mit Paddy, Thorsten und Phil auf Phils Kanal. Und zwar werden wir einfach wieder einen lockeren Vierer-Plausch haben, wie wir ihn jetzt, glaube ich, schon 2-mal hatten. Beziehungsweise waren wir da noch zu dritt. Und diesmal ist dann auch die liebe Paddy dabei, die beim letzten Mal ja leider wegen Krankheit nicht dabei sein konnte. Und wir starten so gegen 19.30 Uhr, glaube ich, war die Zeit. Guckt euch mal aufs Bild an. Ich glaube, es war 19.30 Uhr. Und wir werden uns da wieder ein bisschen was an Themen ausdenken und natürlich auch auf eure Fragen eingehen, wenn ihr mit im Chat dabei seid. Und natürlich auch einfach mit dem Chat ein bisschen in den Dialog treten. Und ich freue mich da wieder sehr, sehr drauf und freue mich auf die tolle Abendunterhaltung am Dienstagabend. Und guckt da einfach vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt und begleitet uns da gerne ein bisschen im Chat. Ja, dann ist diese Woche das neue Buch der lieben Jackie Fellgut erschienen. Ich glaube, jetzt erst Freitag oder am Samstag, Cherry on Top. Ein Cover, das ich wieder unglaublich gelungen finde, was wirklich Spaß auf Lesen macht. Das Buch ist auch schon dankenswerterweise bei mir eingezogen. Ich freue mich sehr drauf, das vielleicht in der nächsten Woche so parallel zur Spiegelstadt zu lesen. Und es ist im Grunde der zweite Teil jetzt einer Serie. Es ist keine Reihe, weil es nicht direkt eine Fortsetzung ist, sondern eben einer Serie. Und zwar erfahren wir da ein bisschen was über 2 Charaktere aus Hashtag Folge deinem Herzen. Und das war ja wirklich mein Sommer-Highlights-Buch und ich freue mich sehr, dass es hier ein bisschen weitergeht, dass man Charaktere schon kennt, die darin zu finden sind und diese ein bisschen begleiten können. Und ich glaube, das Buch, das E-Book gibt es aktuell für 99 Cent. Glaube ich. Ich packe es in die Infobox und ich freue mich einfach sehr, dass Jackie einfach mit ihrem Projekt 12 Bücher in 12 Monaten auch so erfolgreich ist, denn ihr vorangegangenes Buch, Der Duft von Büchern und Kaffee, der Duft, ich blende es euch mal ein, hat es ja in die Bild-Bestsellerliste, ich glaube, auf Platz 7 geschafft. Spiegel-Bestsellerliste nicht, weil sie ja keine gedruckten Bücher in dieser Form hat als Self-Publisherin, sondern nur die E-Books. Und bei Spiegel, glaube ich, zählen ja immer nur die festen, echten Bücher, die echt über den Ladentisch gingen, während bei Bild ja tatsächlich das gezählt wird, was überhaupt irgendwie verkauft wurde. Und da ist sie auf Platz 7. Also das fand ich wirklich großartig und war auch wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, was ich auch absolut empfehlen kann, was ich, glaube ich, im Oktober, glaube ich, gelesen habe. Ja, im Oktober, um nachdenken. Und ich finde es einfach toll, dass das bei ihr so erfolgreich jetzt weitergeht und sie da wirklich jetzt so ein bisschen die Ernte einfällt für ihren Fleiß. Finde ich super und ich freue mich eben auch auf ihr neues Buch, das sich dann einfach in der Welt von Hashtag Folge deinem Herzen befindet und guckt da auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ihr findet alles unten in der Infobox.
Ja, das war's nun, denke ich, auch schon von mir. Habe auch, glaube ich, lange genug geplaudert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche, mit den Büchern. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch schon und wollt dazu gerne ein bisschen was in den Kommentaren erzählen. Dann natürlich immer her damit. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.